So, have a garbage day? Zack. Und wieder unter der Erde. Du hast nicht mal versucht zu helfen, BK. Doch, hab ich. Es ist schwierig, das Katapult zu benutzen. Ich denke, das Loch eignet sich nur zum Kaputtmachen von Dingen. Muss wohl so designt sein. Designt? Was schaust du mich so an? Ich habe es nicht designt. Aber du hast es benutzt. Na, was hätte ich denn sonst benutzen sollen, ha? Keine Ahnung. Du hättest echte Donuts benutzen können. Mann, Mann, Mann. Hätte ein echter Donut den armen Bierclaw vor dem sicheren Untergang bewahren können? Boah, die hinten am Tresen sitzen. Lull. Und der Trinkvogel ist auch am Start. Bierclaw. Mich bewahren? Du hast mich gedemütigt! Du wurdest von Bienen gejagt. Ich bin ein Held. Du hast einen Donut mitten in den Wald bestellt? Yep. Ist schon irgendwie verdächtig, dass du Donut-Lieferungen mitten in den Wald anbietest. Von Bienen gejagt? Schau mal, schau mal, schau. Es ist ein harter Job. Manchmal wird man von Bienen gejagt. Ich finde die Ideen und die Designs so super schön, ne? Super cooles Spiel, auch gerade für Kinder, finde ich, weil das sehr, sehr intuitiv ist. Ist echt cool, also ich werde es weiterempfehlen. Und ja, wer weiß, vielleicht hilft dieses Let's Player dem einen oder anderen auch bei der Entscheidung, das Spiel auch zu kaufen. Würde mich freuen. Okay, Honey Nut Wald. Honey Nut National Forest. Let's go. Oh, ein Froschi. Was ist das denn? Ah, ja. Honig, der von oben runter drippt. Honig drip, oh, Honig drip. Wie lecker bist du auf einem warmen Brötchen? Ich nasch dich nicht nur zur Winterzeit, nein, auch im Sommer, wenn ich schwitz. Jetzt denken sich Leute, Pranke, was laberst du da schon wieder für einen Scheiß? Das beantworte ich nicht. Ah ja, stimmt, ich habe ja das Katapult, ne? Oh! Cool. Ist das der Schatten davon? Nice. Nice. Das Spiel hat echt super sympathische Ideen, ey. Echt schön. Wie gesagt, ich werde es definitiv weiterempfehlen. Schönes Spielchen, ey. So. Szenarienwechsel. Erstmal einsammeln, was ich schon mal so einsammeln kann. So. Frosch, tu dein Bestes. Er will zu viel, der Frosch, ne? Ihr seht selbst. Boah, der ist auch ganz schön proppermäßig. Das erinnert mich wiederum auch an ein Spiel, was sehr cool ist, an Feeding Frenzy. Wo man ein Fisch ist und immer weiter frisst, so lange bis man irgendwann auch Haie und sowas fressen kann. Boah. Junge. Boah. Das ist brutal. Also ja, Feeding Frenzy auf jeden Fall auch eine Spielempfehlung. Da hatte ich auch sehr viel Spaß mit. Mit Feeding Frenzy 1 und 2, wohlbemerkt. So. Okay. Biene.
Bienen sind sehr hyperaktiv und lieben es, den Hintern ihrer Mama zu küssen. Waldschuppen. Wenn du in deinem Schuppen schläfst, wird niemand dein Werkzeug klauen. Bienenstock. Ein Stück Obst, was in dem die Bienen gerne chillen. Okay, Wabenplatte. Bienen machen ständig Desserts. Bienenhaus. Bienen mieten Wohnungen von ihrer Mama. Lull. Bienenraucher. Das ist eine Gießkanne, aber zum Bienenmüde machen. Waldfrosch. Man kann am Quark... Was? Am Quarkabstand eines Frosches das Wetter vorhersagen, ja. Aber nicht immer richtig. Wabe. Klebrig. Reib das auf deine Sachen, damit man sie nicht so leicht klauen kann. Kiefernzapfen. Kiefernzapfen machen keinen Sinn. Sie sind keine guten Früchte. Bierklaus Telefon. Da sind keine Spiele drauf. Bierklaus Roller. Der Tank ist leer und stumpf. Ich hätte jetzt fast Sumpf aus irgendeinem Grund gelesen. Ein Sitz, der Käfer produziert. Und wieder ab in den Untergrund. Donut County. Okay, Chef. Was ist mit mir? Niemand hat nach mir gefragt. Hat BK dich auch mit einem Katapult platt gemacht? Nein. Ha. Er hat mein Restaurant ruiniert. Dein Restaurant stinkt. Achso, das war, ist er. Ich war jetzt irgendwie gerade beim Waschbären. LL. Yeah, würde bei einer Kontrolle definitiv durchfallen. Wie könnt ihr beide Salt und Pepper heißen und Suppe nicht mögen? Beruhigt euch, ihr Loser. Was hat BK mit deinem Restaurant gemacht? Nun, ich hatte da ein leichtes Ungezieferproblem. Kakerlaken oder was? Oder Ratten? Ich war erschöpft vom Ungezieferfang, also bestellte ich einen Donut. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was das Ungeziefer ist. Ja, man sieht schon, Kakerlaken. Gut. So, schnell das Loch mal größer machen hier. Damit wir das schon mal verschwinden lassen können. Oh! Hui! Weg mit ihm. Oh, Trinkvogel, hallo. Okay. So, ihn kann ich nicht. Aber die Reihenfolge ist eigentlich ja eine andere. Okay, ich denke, das reicht hier. Gönn dir. Oh! Der ist ausgefroated. Okay. Also. Nein, stopp! Erst brauchen wir das. Dann warten wir halt auf Salz. Da ist das gute Pfeffer, aber das brauchen wir noch nicht. Wir brauchen erst das Salz. Ja. So. Ah. Ja, es war auch falsch. Ah, verstehe, verstehe. Der wird froten. Also, zunächst brauchen wir Folgendes. Wir brauchen nämlich erst das, dann das Salz, dann den Pfeffer.
Ja, super. Warte. Weg mit der Kakerlake. Der Vogel ist bei übel. So, jetzt warten wir wieder auf das Salz. Großartig. La 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 la. Der heilige Suppendonut. Na 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 na, verpiss dich, du blöde Dreckskakerlake. Nein! Hä, das wird ja richtig scheiße. Ja, du verdreckte Kakerlake. Okay, warte, schnell. Oh, zieh doch. Jetzt schnell, mach voll das Loch. So, jetzt schnell Salz. Schnell Pfeffer, Pfeffer. Ficken. Pfeffer. Nein, 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 nein. Okay. Das war anstrengender als gedacht. Aber trotzdem chillig, weil das ganze Spiel chillig ist. Bocktat, ey. Ist auf jeden Fall echt ein Feel-Good-Game. Das ist echt super lustig. Das kann man nebenbei spielen. Also, wie gesagt, ich kann es jetzt schon nur empfehlen. Ich bin schwer begeistert wie übergewichtige Menschen an der Stelle. Und ich darf den Witz machen, ich bin zurzeit selber übergewichtig. Weil ich momentan nur wenig Motivation aufbringen kann, leider, für Sport und Ernährung. Ich sollte aber mal wieder anfangen. Ich habe eigentlich leidenschaftlich gerne Kraftsport gemacht. Naja. Der Waschbär lässt aber wirklich echt alles verschwinden, ne? Radikal. So. Tolle Lieferung. Oh, fast Rang 10. Ah, ne, doch, Rang 10. Aufgestiegen. Du hast den Quadcopter freigeschaltet. Melde dich im Raccoon Headquarter zum Training. Lull. Okay, Suppenschüssel. Suppe hat viele gesundheitliche Vorteile, wenn man lange genug im Topf sitzt. Restauranthocker. Damit kommst du ans Essen ran. Es ist höflich, mit dem Po drauf zu sitzen. Metallhaus. Viel zu viele Häuser sind kein Zuckerschlecken. Catsoup. Okay. Was soll ich sagen? Schrecklich. Holzplattform. Warum ist das in der Treasurepedia? Wen interessiert denn sowas? Tischdecke. Verwende das, um dein Essen einzupacken, wenn du fertig bist. Restaurantkerze. Kerzen werden immer besser. Je mehr man davon hat, mindestens 1000 sind ein guter Ausgangspunkt. Kakerlake. Keine große Sache. Ich habe etwa 100 davon zu Hause. Okay, Gewürzwagen. Kostenloses Essen. Du musst nicht mal was kaufen. Messbecher. Verwandelt Essen in Mathe. Rezeptbuch. Es ist mit einem Lesezeichen versehen. Geheimnis Suppenrezept. 2 Prisen Salz, 3 Prisen Pfeffer. Alles klar. Restaurantkiste. Es ist gemein, dass ich da nicht reinpasse. Suppentopf. Mülltonne, nur für Lebensmittel. Kochtopf. Manchmal ist da Frühstück drin. Salzstreuer. Verwende Salz, um Lebensmittel wie mehr schmecken zu lassen. Okay. Pfefferstreuer. Füg Pfeffer hinzu, wenn dein Essen zu gut schmeckt. Dosenbrühe. Die Suppe wurde erfunden. Chefhut. Stand da wirklich erfunden? Ja, die Suppe wurde erfunden. Ich habe erst ganz kurz gedacht, ich habe mich doch verlesen. Chefhut. Köche tragen diesen Hut, um sich vorzustellen, wie es ist, eine Zwiebel zu sein. Kochvogel. Du kannst einen Vogel kochen lassen, aber lass dich nicht von ihm füttern. Chefs Auto. Hupe, wenn du in deinem früheren Leben eine Gans warst. Und Stadtgebäude. Einige Wohnungen erlauben keine Haustiere, aber du kannst Fledermäuse halten und so tun, als ob dich das total stört. Okay.
und wieder in den Untergrund. So. Hey, ich hatte eine Lebensmittelvergiftung durch Catsup. Und das nicht nur einmal, aber ich lerne auch nicht draus und fress da immer wieder, Mann, weil irgendwie schmeckt der Scheiß doch ganz geil, wenn man bekifft ist, ja? Ja, ich hab da mal gearbeitet, ziemlich krasser Laden. Wow, haha! Alles, was ich tue, scheint allen geholfen zu haben. Er hat nicht unrecht, Mira, vielleicht ist PK gar nicht so übel. Okay, Leute, wir alle wissen, Catsup war ein Loch, noch bevor es gelocht wurde. Aber zurück zum eigentlichen Problem. Ja, mein vollkommen zerstörter Quadcopter. Ja, warum hast du den kaputt gemacht, Mira? Alter, ich wollte ihn nicht kaputt machen. Ich musste ihn kaputt machen. Donut Shop. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Oh. Okay, ich flieg den nicht selber, by the way. Er fliegt den halt. Schau mal. DK Club. Wow. Oh ja, und das hier. Oh, bist du eifersüchtig. Wow. Schau mal, wie schnell sich die Propeller drehen. Und so fliegt er. Kein Witz. Und ich brauchte nur 12 Lieferungen, um ihn zu kriegen. Darf ich mal sehen? Klar doch. Oh. Sei vorsichtig. Vorsichtig? So? Hört mal, by the way, hin, wenn die sprechen. Das hört sich wirklich an, als wenn die das so vorlesen. Also ein bisschen halt, ne? Dieses beep, 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 beep. Ein bisschen tiefer. Hm. So? Was tust du denn da? Bist du irre? Wie kannst du mit diesem blöden Spielzeug angeben? Wenn du es bekommen hast, indem du die Häuser unserer Freunde platt gemacht hast. Sie haben die Donuts bestellt. Mann! Ich gebe den Leuten nur, was sie wollen. Bringt nichts. BK, wie lautet dein Passwort für dieses Ding? Ich glaube 0451. Ach nein, ich hab's in Bonkey Kong geändert. Danke übrigens. Weißt du, was am Boden der Löcher ist? Keine Ahnung. Was machst du da? Dir eine Lektion erteilen. Oh lol. Das Spiel ist schon ein bisschen abgedreht. Aber ich liebe so ein Shit. Bekanntlich. Erstmal den Waschbären eine Lektion erteilen, klar. Waschbären sind auch wie Katzen, die lernen doch aus nichts. Boah, Junge. Lalalalalalala. Alles verschlingen. Und. Nee, das können wir noch nicht schlucken. Dies ist noch zu groß. Nee, doch nicht. Das ging. Das geht. Und der Riesendonut. Hui! Und wieder 999 Meter unter der Erde in Donut County. Oder unter Donut County. Ich muss das tun, Mann. Es gab keinen anderen Weg, zu dir durchzudringen. Du weißt nicht, wie es ist, etwas zu verlieren, das dir etwas bedeutet. Ich meine...
Oh Mann. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ihr liebt eure schrägen Müllhäuser. Und ich habe sie euch weggenommen. Indem ich meinen Job machte. Was, schätze ich mal, in diesem Zusammenhang kein guter Job war. Na dran. Willst du uns jetzt helfen, alle aus dem Loch zu holen? Mann, ist ja gut. Mach ich. Wo fangen wir an? LL, ich hatte gehofft, du wüsstest das. Tut mir leid, wenn ich den Eindruck gemacht habe, dass ich was weiß. Aber ich weiß im Grunde gar nichts. Du musst Papp finden. Wenn ihr es schafft, Papp zu finden, können wir mit seinem Heißluftballon zurück an die Oberfläche. Oh ja, Papp! BK, kannst du auf deinem Tablet mal nach Papp suchen? Klar doch. Tablet, bitte nach GPS-Daten für einen Heißluftballon mit einem Pup suchen. Ich mache nur Spaß. Dieses Ding hat keine Sprachsteuerung. Weißt du, wer Papp vielleicht finden könnte? Possum? Nein. Possum ist zu schräg. Er ist schräg, aber du musst zugeben, dass Possum recht hatte. Die Erde ist toll. Wenn du weißt, wo er wohnt, kann ich ihn holen. Ja, liefer einfach einen Donut zum verlassenen Haus. LL, natürlich hat Possum das verlassene Haus besetzt. Ich dachte immer, da spukt's. Das ist noch schlimmer.